So unterstützt das Wohngeld Menschen mit geringem Einkommen in Nordrhein-Westfalen bei den Wohnkosten. Das sind Petra, Martin und Lisa. Gemeinsam wohnen die drei in einer Großstadt zur Miete. Da sich die Miete in den letzten Jahren erhöht hat und Martin nur noch in Teilzeit arbeitet, fällt es der kleinen Familie schwer, die Wohnkosten zu bezahlen. Petra fragt sich, gibt es dafür vielleicht auch staatliche Unterstützung? Über das Wohngeld unterstützen der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen Haushalte mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten. Das gilt sowohl für Mietwohnungen als auch für selbstgenutztes Eigentum. Der Zuschuss wird zu 50% vom Land und zu 50% vom Bund finanziert. Um herauszufinden, ob Petra und ihre Familie für das Wohngeld in Frage kommen, ist Petra auf die Webseite des Wohngeldrechners für Nordrhein-Westfalen gegangen. Auf www.wohngeldrechner.nrw.de kann sie alle wichtigen Angaben zu ihrem Haushalt machen und erhält anschließend eine unverbindliche Berechnung, wie hoch das Wohngeld in ihrem Fall sein könnte. Ob die Voraussetzungen für das Wohngeld erfüllt werden, hängt dabei insbesondere von drei Fragen ab. In welcher Stadt oder Gemeinde liegt die Wohnung und wie hoch sind die Wohnkosten? Wie hoch sind die Einkünfte des Haushalts? Und wie viele Personen wohnen darin? Praktisch? Nach der Eingabe im Wohngeldrechner kann Petra direkt digital einen Antrag auf Wohngeld stellen. Wer das nicht möchte, kann den Antrag aber auch ausdrucken und auf Papier ausfüllen und versenden. Damit die Wohngeldstelle prüfen kann, ob alle Angaben korrekt sind, hat sie Petra um Nachweise zur Wohnung, den Haushaltsmitgliedern und den Einkünften gebeten. In Petras Fall waren das zum Beispiel der Mietvertrag und Gehaltsabrechnungen. Petras Wohngeldstelle hat ihren Antrag bewilligt. Ab dem 1. des Monats der Antragstellung erhält die kleine Familie monatlich einen Zuschuss direkt auf ihr Konto überwiesen. Da sich in einem Haushalt im Laufe der Zeit viel verändern kann, gilt ein bewilligter Wohngeldantrag normalerweise ein Jahr und kann danach neu beantragt werden. Auch bei einem Umzug muss ein neuer Antrag auf Wohngeld gestellt werden. Übrigens, auch bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen Menschen mit geringem Einkommen. Über den Wohnberechtigungsschein. Während das Wohngeld ein finanzieller Zuschuss zu den Wohnkosten ist, erhalten Menschen über den Wohnberechtigungsschein Zugang zu Wohnungen mit besonders günstiger Miete. Wie das funktioniert, erfährst du unter www.mhkbd.nrw.